Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana und ich zeige euch meinen Gegenstände-Shop. Ja, aus dem Grund hier. 15.400 23. Also das ist der Grund. So, dann gehen wir rüber. Ja. Ich will mal wieder Mini-Belohnungslamas öffnen. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass ich mal 30 Stück aufmache. Und ich will einfach mal gucken, ob diese 30, also im Schnitt, nach meiner letzten größeren Aktion mit sehr vielen Mini-Belohnungslamas, bin ich so oft etwas über 50 gekommen. Ich möchte einfach mal gucken, ob diese 30.500 dazu bringen. Also Ziel wäre, sagen wir mal, 16.923 zu erreichen. Das wäre eigentlich so schlechtes Mittel nach meiner letzten Feststellung. Oder ob sich da was getan hat und es schlechter geworden ist. Denn ich hatte die letzten Male so ein bisschen den Eindruck, es wäre ein bisschen schlechter. Jetzt sind 30 vielleicht nicht repräsentativ genug. Ah, ich glaube schon. Aber jeder, der sich mit Statistik gut auskennt, sollte sich jetzt bei mir melden und mir sagen, ja, nee, ist nicht so ganz super. So, wir gucken. Also 16.923 wäre das Ziel. Und bisher erreichen wir das natürlich noch nicht, aber das ist ja nicht schlimm. Also es kommt ja auf die goldenen Lamas oder auf die silbernen Mini-Belohnungslamas an. In erster Linie. Und da haben wir schon eins. Wenn wir davon sprechen, denn die bringen eben 3 Goldpakete und mit Glück, mit Pech 90 und mit Glück 150. Und das ist ja genau der Deal, den man da eingeht. In dem Fall sind es 110. So. Und weiter geht's. Ja, das sieht doch gut aus. Und noch ein silbernes. Also die Hoffnung ist, wie schon gesagt, wir kriegen 50 Minimum im Durchschnitt. Und das würde bedeuten, wir hätten 16.900 und 23. Wir wollen es genau machen. Und wenn wir mehr Gold im Kasten haben, dann ist, würde ich sagen, stimmt meine damalige Berechnung, es waren, glaube ich, 53, 55 Gold, sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so um den Dreh rum. Was ja auch okay wäre, also ich meine, dann sind es etwas über 50, womit ich nach wie vor hochzufrieden wäre. Aber das müssen wir eben jetzt einfach mal ein bisschen näher untersuchen. Dachte ich, es wäre mal wieder an der Zeit. Außerdem habe ich so viele, da müssen ein paar weg. Und das dritte silberne bei den ersten 10. Ne? 3 silberne. Das ist auch eine gute Zahl. Das ist ein guter Schnitt, muss man sagen. Das passiert natürlich nicht immer. Aber auf 30 gerechnet. Und das waren jetzt die vollen 150, die möglich sind. Also was ich damit sagen will, es gibt schon Gründe, warum man so eine Sturmschildverteidigung mitmachen sollte mit anderen. Wobei es natürlich generell auch Spaß macht. Also das, ganz egal, welche Belohnung es gibt. Also wegen Belohnungen mache ich sowieso sehr selten Missionen oder Quests. Sondern tatsächlich eher, weil es einfach Spaß macht. Und das sollte es auch so sein. Also alles andere wäre auch ziemlich blöd. Und weiter geht's. Und ich hoffe doch, jetzt haben wir gleich die Hälfte. Wir hatten 3 silberne. Bei 15 aufgemachten, was bedeutet, jedes fünfte war silbern. Wäre okay. Ich finde ja die Stimme von Mini-Belohnungslama irgendwie sehr, sehr cool. Kleines Lama.
Und da haben wir das nächste Silberne. Müsste dann Nummer 4 sein. Ja. Ich sage mal, das, was man hier an Skizzen kriegt, das ist nichts weiter als im Großen und Ganzen sind es die EP, wenn man die Skizzen verschickt hat. Ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber das hier ist das Entscheidende, was da rauskommt. Das Gold. Denn das ist ja das, was man braucht, um was Ordentliches zu kaufen, sag ich mal. Und deswegen müssen wir da ein bisschen hinschauen. Und das nächste Silberne. Das ist in Ordnung. Da gibt es auch 3 Paketchen mit 110 Gold. Ja, das ist doch schön. Und da gibt es auch manchmal Regentropfen. Das war jetzt das erste Paket Regentropfen, fällt mir gerade so auf. Die gibt's. Ah, das nächste Silberne. Die gibt es eben auch ab und zu. Alle anderen Materialien gibt es nicht. Also habe ich zumindest noch nie rausbekommen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal was anderes hattet, außer Regentropfen. Also sprich Blitz in der Flasche, Augen, Sturmaugen oder was auch immer. Ich glaube aber nicht, dass es die gibt. Also, weil ich sie eben schon noch nie hatte und ich habe jetzt echt schon viele Mini-Belohnungslamas aufgemacht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So. Und, jo, servus. Und dann gucken wir gleich nochmal nach, wie es aussieht mit dem Gold. Und ich hoffe ja tatsächlich, dass wir bei um die 50 liegen. Also 50 plus liegen. Also ich möchte 50 plus haben, das wäre eigentlich super. Nochmal ein Silbernes. Das könnte jetzt nochmal das Ganze ein bisschen nach oben pushen. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe also keine Ahnung, wie viel Gold wir raus haben. Deswegen habe ich mir ja die Zahl da aufgeschrieben. Ich hoffe, dass das im Chat erhalten bleibt. Und nochmal Regentropfen, auch schön. Was bedeutet auch Regentropfen technisch? Haben wir jetzt ein bisschen was gekriegt. 15 Stück insgesamt. Ist, naja, also da hatte ich schon mehr aus Mini-Belohnungslamas, aber es ist okay, also um Gottes Willen. So, jetzt fertig. Und da wollen wir reingucken. Und wir haben 17.183. Das ist deutlich mehr als 1.500. Also wir wären bei 1.500 plus gewesen. Ich schreibe es mal hin. Das ist die Zahl, die ich eigentlich gehofft habe, Minimum zu erreichen. Da wären wir bei 16.923 gewesen. Wir haben aber 17.183. Das heißt, da sind nochmal 260 mehr. Das ist ordentlich, das ist wirklich ordentlich. Also es sind nach wie vor über 50 Gold, die wir da haben. Und Leute, das ist okay, das ist wirklich okay. Also ich meine, da kann man sich auch mal hier schnell irgendwas kaufen. Ne? Warum habe ich eigentlich die noch nicht gekauft? Wollte ich die kaufen? Ich glaube, ich brauche sie nicht. Ja, also soweit, so gut. Wir wissen Bescheid, es sind noch über 50 und das ist das, was ich euch rausfinden wollte. Die anderen mache ich irgendwann mal wieder auf, wenn wieder genug da sind. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.